Nun ist ihm die Tür zu schwer geworden. Dafür haben wir ihm erlaubt, heute als Radfahrer zu kommen. Empfangen Sie ebenfalls einen Altmeister, Karl-Heinz Jansen. Die Stadt geschreibt uns an. Wer hätte von euch ein Fahrrad? Ich warne euch, setzt euch über so ein Ding nie mehr drauf. Ich bin mit der Doktor gegangen, der mir in die Ohren gelacht hätte gesagt, passen Sie mal auf. Ihr Füße werden immer dicker und ihr Gehirn haben wir noch gar nicht gefunden. Stört das Sie nicht beim Denken? Das war mir ja nicht aufgefallen. Seit wenn Sie das weghaben wollen, müssen Sie sich mehr bewegen. Und ich wurde Zigarette selbst gedreht. Ja, aber dem nicht genug. Nee, so geht das nicht. Fahren Sie mit Ihrer Familie viel mit dem Rad. Jetzt hätte mein Familie nicht gekannt, die auf dem Rad umzubringen. Also, meine Frau geht hingen auf der Gepäckständer. Sitzt die Jod, sind sie den ganzen Tag mit. Es ist ein Glück. Es ist ein Glück, meine Frau ist nicht so schwer. Meine Frau ist eine Plattdeutsche. Kennt ihr eine Plattdeutsche? Eine Plattdeutsche ist eine Hochdeutsche, wo sie den Lovus gelassen haben. Das Schellrippchen ist so schmal. Wenn die Himbeersaft trinkt, sieht die aus wie ein Fieberthermometer. Ja. Meine Damen, wo Sie einen Balkon haben, da hätte die Nischen. Hat kein Holz vor der Hütte. Hätte die alles mit Heizöl. Ja, ich habe für Sie gesagt, ich sage, wenn du jetzt mit so einem modernen Gefährt mit meinem Fahrrad fährst, da schau es bei der Friseur. Sie ist aus wie eine Aalfrau. Oh, komm sie wieder. Hat sie eine Mäcki. Jetzt sieht sie aus wie ein Alemann. Ja. Ja. Ja, der Schwal will man wissen, warum. Ja, nee, das hatte ich auch. Nee, das ist schlecht, ja. Nein, also, vorne auf der Lenkstange sitzt dann meine Schwiegermutter. Ja, die muss mit. Die muss den Schutzmänner bang machen. Ja. Ja! Und dazwischen auf der Stange sitzt denn noch mein Sohn. Das heißt, mein ist übertriffen. Hätte mir mitgebracht. Ja, stammt aus einer früheren Versuchsreihe. Ja! Ich will mal wissen, was wäre ein Geschenk des Himmels. Ich will nichts mehr Geschenk haben, du. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, mit dem ganzen Schellenbaum mache ich sonntags Ausflüge. Ja, ich komme zuletzt an einem schönen, sonnigen Sonntagmorgen, komme ich den Heiligenhauser Berge runter. Und ich war so gut gesinnt. Ich hatte einen Zahndruck. Da sehe ich vorne auf der Straße einen grünen Pulk. Hatte ich zu ich gedacht, das wäre ein Stand mit Christbäumen.
war eine Polizeikontrolle. Oh. Ich strecke langsam die Backebremse, werfe vom Gepäckständer Ballast ab. Lasse mich Schwiegermutter bellen. Na, die bellt nicht auf. Hätte Zeng verloren dabei. Aber ist egal, ja. Komme noch gut über den ersten Schutzmann rüber. Und da verfängt sich doch der zweite Schutzmann in meinem Vorderrad. Der Mann hat mir leid genommen. Der fehlende Sod und verliert das Gebiss. Oh, jetzt stund der ob. Der, wo Jod hier sind, hat mich angebrüllt. Du weißt, hat er schon so einen Schutzmann ohne Zengbrille geholt? Ja. Ja. Ich warte seit, haben mich nicht gesehen. Sag, haben Sie doch genau getroffen. Na war? Seit, haben Sie nicht gesehen, wie ich so gekommen bin. Sag, das kann eine alte Angewohnheit von früher sein, oder? Ja. Hat mich angezählt. Wegen Umweltverschmutzung. Bin ich für Gerät gekommen? Hast du mir eine Reservat genommen? Oh, seit ihr hört, aus dem Ding und kommen sie nicht raus. Einzigste, was sie noch machen können bei Gericht, stellen sie sich blöd. Und das kann ich gut, ja. Seht, wenn der Richter Sie was fragt, sagen Sie einfach immer nur, warum. Und da habe ich nichts mehr zu tun. Ich komme in der Gerichtssaal rein, sitzt der Richter hinter der Theke. Da links, wo sonst die Musik sitzt. Da saß ich in der Oberkern. Wie der mich kommen soll, sagt er, wie heißen Sie? Sag, warum? Na, wann sind Sie geboren? Ich sag, da habe ich nichts mit zu tun. Sie sind hier angezeigt. Ich sage, warum? Weil Sie einen Schutzmann über aufgefahren haben. Ich sage, da habe ich nichts mehr zu tun. Dem lief der Schweiß als Pflanzte nach. Wut um all ob schon kam es Urteil. Entweder 6 Wochen oder 200 Mark. Ich sage, tun Sie mal Geld. Ja. Ich komme an dem Gericht, da wo steht der Mingereiser war. Na, seht, wie habe ich das gemacht? Ich sage, warum? Da seht ihr wegen meinem Honorar und wegen, ich sage, da habe ich nichts mehr zu tun. Ja. Wo? Ja, nee, ich lasse jetzt meinen Stammbaum daheim. Ich mache jetzt nur noch Radrennen. Ja, meine Freunde und ich, wir sind eine Mannschaft. Zuletzt hatten wir rund um Köln.
haben uns beim Jolde Kappels auf der Nüßer Straße, haben uns fit gemacht. Jeder 20 Bier und 2 Flaschen Wacholder. Also am Start, wir waren keine Favoriten, aber wir waren die Lustigsten. Ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Startschuss überholt haben. Schnur links und rechts, wo geht Mensch mit da? Sag für mich ein Kumpel, ich sage, wenn wir jetzt nicht losfahren, wird es düster. Und da haben wir uns auf die Sattel gesetzt und auf die Pedale getroffen, da sind wir die Nüßer Straße hochgefahren. Man hatte eine Zahn drüber, da guck mal an den Verteiler doch. Meine Freund war für mir, der war halt abgestiegen. Der war so voll, der hielt sich am Fahrrad fest. Wie der mich kommen, sagt er, halt, Kamerad, steig ab. Hier über den Fluss. Hier können wir nicht durchfahren, hier müssen wir rüberschwimmen. Ich konnte nicht mehr Fass halten. Da springt da drin, viel mit sich im Fahrrad, auf den nassen Asphalt. Wieder zu sich kommt, lohnt er mich an, sagt er, verdammt noch mal, mitten im Sommer zugefroren. Du. Hey. Ach, nee. Güte Mannschaftsart, Leute, bin der Ohre, sagt er für mich, ihr Kollege hat aber Glück gehabt. Ihr Hirnerschütterung hat er nicht. Da konnte ich nicht direkt sagen, wo nichts ist, kann man auch nichts erschüttern, du. Ja. Da sind wir wieder gefahren, wie wir auf der Pratung. Wir wollten ja nicht Ziel kommen, nicht mehr kommen, du Schlongerich. Mutter macht wieder aufstehen. War dann brennen. Loch Schlöhe über die Straße. Schon die Feuerwehr beobachtet, die war doll. Also die haben mit 7 Schlösch in den Kostall gegitscht. Hat den Erfolg. Es ging auch verbrannt. Sie sind alle versoffen, du. Ja! Jetzt war es Zeit, dass wir an ein Ziel kommen. Und ich hatte eine Zahn drauf, da könnte so ein schöner Linkskurve. Ich mache die Ohren zu, ich denke, jetzt geht es in ein Ziel und da knallt es. Ah, aha, denke ich, jetzt hast du die Schallmauer durchbrochen. Falsch. War die Linie 12, du. Ha. Die Straßenbahn könnte ins Schleudern. Jetzt hatte ich zuerst gedacht, ich schlösch unter der Bahn. Plötzlich merke ich, dass die ob mir drauf lacht. Und der Schaffler, der war am Griechen, sagte, sie haben mir schöne 12 kaputt gemacht. So recht ich nicht ob, hast uns Pilot wie mein Fahrrad aus Süd. Doch wow, das ist eine Schrotthofe. Und das kann ich euch sagen. Über so ein Ding setze ich mich nie mehr drauf. Das war. Ah, tschüss zusammen. Wir sollten auch ihn. Einfach das Schönste, was wir am heutigen Abend zu übergeben haben. 6-mal Kölner Lauf, unsere Kalender Radfahrer. 6-mal Köln! 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 Vielen Dank für diesen Vortrag. Hier ist der Nase. Ja, wir sehen.